Hallo und herzlich willkommen zum Iserlohner Ortsverein der Islamischen Gemeinschaft Mittelgerisch. Wir sind 1993 gegründet worden und seit 1994 befinden wir uns in diesen Räumlichkeiten. Mein Name ist Fatih. Ich bin der Sekretär der Jugendorganisation hier. Neben dem Vorstand haben wir auch eine Jugendorganisation sowie eine Frauenorganisation. Wir treffen uns gerne zum Abendgebet hier und danach befinden wir uns des Öfteren in der Teestube, wo wir natürlich gerne unseren Tee trinken. Dort unten besprechen wir des Öfteren Sozialbelangen unter den Mitgliedern und versuchen uns gegenseitig bei diesen Problemen zu helfen. Freitagabends treffen wir uns des Öfteren mit Mitgliedern hier zu Seminaren, wo wir verschiedene Thematiken präsentieren, unter anderem Life-Coaching, gesunde Lebensgewohnheiten sowie auch den normalen Islamunterricht. Unsere Moschee bietet auch sehr viele verschiedene Hilfsprojekte an, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Utensilien zu armen Ländern zu schicken, genauso wie Waisenprojekte oder Wasserbrunnen zu eröffnen. Zurzeit bieten wir sogar für den Krieg in der Ukraine den Flüchtlingen Moscheen an als Bedachungsort. Hallo, ich bin Zeynep. Ich bin die Vorsitzende der jungen Frauenorganisation in unserer Moscheegemeinde. Unser Ziel ist es, in unserer Moschee viele Menschen hier einzuladen und transparent zu sein. Wir bieten ganz viele Projekte an, beispielsweise kleine Schwester, große Schwester. Die Aktion geht von Älteren für jüngere Mädchen vom Alter 11 bis 16 Jahre alt. Es geht darum, dass wir da verschiedene Themen ansprechen, Pubertät, Mobbing, innerschulische Themen oder auch Themen wie trage ich das Kopftuch oder was möchte ich später mal machen, was möchte ich später studieren. Und wir unterstützen unsere Mädchen dabei, ihren Weg zu finden. Außerdem haben wir die Aktion für die Umwelt. Wir haben letztens eine Müllsammelaktion durchgeführt, was auch ganz große Aufmerksamkeit gezogen hat. Und außerdem eine Aktion wie die Baumpflanzaktion, die wir auch bald starten möchten. Wir haben auch noch Aktionen wie beispielsweise das Study Weekend, was wir auch vor kurzem durchgeführt haben. Uns ging es darum, dass wir den jungen Menschen die Möglichkeit geben, neue Berufsgruppen kennenzulernen, Berufszweige kennenzulernen oder Studiengänge. Da haben wir externe Referentinnen eingeladen. Ihr seid herzlich eingeladen zu unserer Moscheegemeinde. Wir möchten gerne mit euch in Kontakt treten, in Dialog kommen. Denn uns ist es wichtig, nicht nur die Mitglieder und Mitgliederinnen der Moscheegemeinde anzusprechen, sondern auch die Interesse haben und eventuell Fragen mitbringen. Ihr seid herzlich eingeladen.